Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich bei Dragon's Dogma 2. Ja, ich weiß, gestern sollte das hier schon rauskommen, aber ich hatte keine Zeit durch den Geburtstag und dann, ich war beim Geburtstag und dann der Hund die ganze Zeit auf Trab gehalten hat. Mal gucken, ob ich das denn heute schaffe. Also heute mehr rausbringen. Heute 2 Folgen plus eine Final Fantasy. Dann hätten wir die Tage alle weg und heute 3 Folgen dafür. Dies wäre vielleicht mal sehr nett. Und warum blubbert das hier? Weil wieder einer vergiftet ist. Maybe. Wir machen uns auf jeden Fall auf dem Weg nach Batal wieder, bis wir da ankommen. Und natürlich sind hier wieder Diebe. Was ist das hier für eine raue Welt? Hier wird alles sein. Ich glaube, den Weg des Illusionisten hatten wir schon gefunden das letzte Mal, ne? Mal gucken, was wir sonst noch so dieses Mal finden werden. Na. Ich weiß schon dank den Kommentaren, dass irgendwo im Anfangsgebiet der Kriegermeister ist. Da müssen wir auch noch mal hin, ne? Muss mal gucken, wo ich das aufgeschrieben habe, wo genau das ist. Oder es wird noch mal in die Kommentare geschrieben. Aber ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben. Beziehungsweise kann ich auch die alten Kommentare sehen. Nachgucken. Das wäre super. So, jetzt nehmen wir 2 Folgen hintereinander auf und gucken mal, was wir so erleben werden, was wir hier so finden werden und tun werden. Und ich wünsche euch dafür einen wunderschönen guten Tag. Beziehungsweise auch Abend, natürlich. Mal gucken, wann das hochgeladen ist. Ich meine, es dauert ja immer 4K aufzunehmen. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht so angreifen. So kann ich den angreifen, das war doch sonst nicht so. Ich hoffe, wir haben nur immer Banditen umgebracht. Was ist denn da unten los? Da ist ein Echsenkampf, vergifteter Echsenkampf. Nein, wahrscheinlich kämpfen die nicht zu... Also wahrscheinlich kämpfen die zusammen, nicht gegeneinander. So, das meinte ich. Schmetterlinge, seht ihr das? Ich muss stoppen, ich muss stoppen. Ich habe Schmetterlinge gefunden hier in diesem Game. In diesem Spiel gibt es Schmetterlinge. Ja, du feiner Schmetterling. Ja, fein. Es tut mir leid. Ich bin irgendwie noch im Hundemodus, aber trotzdem Schmetterlinge. Na du? Ich möchte so welche. Dürfen die mit mir mitfliegen, bitte? Ja, ich bin wieder mal... Was ist das denn hier überhaupt für einer? Ein spezieller, toxischer. Ich meine, der ist gelb. Der hat mich auch geliebt, wie es aussieht. Anstatt, dass ich nur Gift kriege. Ist das ein Lehmvieh? Also die Giftviecher sollten auch... Kannst du mal... Ja, ich wollte schon sagen. Können wir mal den Schweif abhacken? Hätte beinahe gesagt, den Schwanz. Man muss immer aufpassen auf YouTube hier, was ich sage. Obwohl, ist eigentlich egal, was ich sage, oder? Wird nur nicht monetarisiert, oder? Wo eins war auch mal... Ja, ist so eine Frage, ne? Und doch ist es egal, jedenfalls bei mir. Sofern das Video nicht gesperrt wird. Das kann natürlich auch passieren, ne? Hatte ich auch schon einmal, glaube ich. Ja. Man muss halt nochmal schneiden und nochmal neu hochladen, aber sonst... Sonst... Alles gut. Aber nicht wegen sowas. Eher wegen... Musik und so. Weil es bei irgendeinem Spiel dabei war. Das war damals, glaube ich, ne? Das war das. Der Drache fliegt hier schon wieder rum, ne? Ich habe auch aus den Kommentaren entnommen, beziehungsweise aus meinem Chat im Twitch, weil ich mal gefragt habe danach. Da spielen wir kein Dragon's Dogma, also keine Angst haben, dass ihr da was verpasst.
Aber da habe ich mal zwecks Dragon's Dogma gefragt. Und es hieß, die Gegner spawnen eh alle wieder. Also wir benutzen alle auf dem Weg hierher natürlich. Aber sonst auch die Drachen respawnen, ne? Deshalb nur wenn wir Materialien brauchen. Besiege die Monster und Leuten helfen vielleicht durch, weil wir Geld brauchen. Wir brauchen auch sehr viel Geld zum Aufrüsten und. Deswegen würde das auch ganz cool sein. So. Wenn wir hier kämpfen und erkunden. Ja, auch viele Sachen erzielen. Was wollte ich denn eigentlich? Achso. Bei Final Fantasy 14 sollten wir bald bei Endwalker sein. Da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall in 2 Wochen, ja. Sage ich das nochmal in irgendeinem Video? Wenn ich dran denke, ja. Dankeschön. Ich habe euch gern geholfen. Boah, 2400. In 2 Wochen ist Final Fantasy 14 Dawn Trail released. Da wollen wir am Start sein, ob das klappt, weil wir noch Endwalker durchrödeln müssen. Die 2 Wochen jetzt, das wird schön sportlich werden. Vielleicht brauche ich dann einfach keinen Schlaf mehr. Mal gucken. Ja. Mal gucken so. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne auch am Start sein, ne? In 2 Wochen Dawn Trail. Das wird in Twitch auch nochmal stehen. Da veröffentliche ich ja immer einen Plan, wann ist heute. Ich mache das gleich auch nochmal. Für diese Woche. Beziehungsweise, ich sag schon mal vorher, auch wenn der Plan steht, kann der mal wieder mal angepasst werden, ja? Weil ich mache den immer vorzüglich und wenn dann nichts dazwischen kommt, dann führe ich den auch so aus, ja, dann die Tage, die da sind. Aber wenn mal was dazwischen kommt, dann könnte mal der Mittwoch ausfallen oder so, das steht dann da später. Auf Twitch, ja. Das dann immer zu posten, ich versuch's, ich bin auch nur Mensch. Manchmal vergesse ich es auf Twitter oder Dings zu posten in DC. Natürlich, wenn ich daran denke, was häufig der Fall ist, dann sieht man es da auch. Aber lieber auch nochmal immer Twitch beobachten. Ne? Hier ist es auf jeden Fall dann. So. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack. Ja. Wir finden die ganze Zeit einen Golem, ne? Ich will aber nicht gegen Golem kämpfen. Warum soll... Ich will gerne nach Batal und dann sind wir da erstmal und dann können wir hier überall erkunden. Oder beziehungsweise zum Start zurückgehen. Oder dieses Dorf hier müssen wir noch gehen. Und dann müssen wir irgendwann noch nach Melf. Irgendwer hatte was in den Kommentaren geschrieben noch. Wenn ich Mel finde hier unten, ne? Ja. Vielleicht machen wir da auch einen tragbaren Zielding hin, damit wir hierhin reisen können. Ich verstehe sowieso nicht, warum man da und dahin reisen kann. Aber hier dann nicht. Also wir können dann hier einen hinpacken und wahrscheinlich hier einen. Beziehungsweise ich würde gerne hier einen hinpacken und bei den Elfen noch. Vielleicht haben wir 3. Das wäre perfekt. Und hier ist sowieso einer, hoffentlich. Frage ist hoffentlich. Vielleicht ist bei den Elfen auch einer. Und wir haben ihn einfach nur nicht aktiviert. Jetzt haben wir ja doch... Was ist das denn in sein Knie? Ich will das haben. Ne, das hat er überall. Das sind einfach die Schwachstellen. Schade, ich dachte, das ist ein Suchermedaillon. Was wir da raus operieren können. Never have I encountered
Oh, sein Rücken. Ich bin lieber an seinen Rücken, weil er ja Feuer spuckt irgendwie. Und hinter uns ist bestimmt noch einer, oder? Oh ja. Gut muss man sein. Ich glaube, hier sollten wir. Ja, hier sollten wir auch Dicks geben. Erstmal wieder aufladen und dann am Arm hochklettern. Ich bin da. Der Arm wird jetzt auch zerstört. Am Kopf müssten wir auch hin, ne? Okay, jetzt reißen wir den Arm mit. Bam. Erstmal wieder aufladen, bis wir dann gleich wieder raufkommen. Wir können das hier einsammeln. Eine magische Medaille. Er wird auch mal paralysiert, ne? Ich komme. Bam. Jetzt ist er rot geworden, oder? Sind die roten jetzt die Schwachstellen? Also wir können... Wir können aber mal so ein Giftsud herstellen oder kombinieren. Wie viel Giftsud haben wir denn noch? Genau eins, ne? Ihr können wir das geben, damit sie das trinkt, aber... Vielleicht müssen wir doch... den Kopf angreifen. Ja, aber ich weiß doch auch nicht. Los, steck dich da rein. Runtergefallen. Da ist einer. Wir sehen's. Ich hab dich gefunden. Ist vielleicht da unten auch noch einer? Jayana, nicht verschwinden, ich rette dich. Frage ist aber wirklich. Aua. Bitte haue mich nicht. Jayana wieder, ne? Ich rette dich. Magischen Medaillen abgefallen. Die Frage ist nur, können wir den zerstören? Da muss doch wieder eine nachprojizieren, oder was ist das hier? Ah, er hat mich gepackt. Hilfe! Mach was, mach was. Ich meine sein Bein, ne? Könnte man... Aber die Frage ist, wie besiegen wir den denn jetzt? Wir hatten die Medaillen und dann... Unten könnte eine sein, aber... Ich bin gerade ratlos. Wie besiegen wir den denn? Er ist so unzerstörbar, wenn wir gegen ihn kloppen. Ich
Ich habe keine Ahnung, wir könnten weglaufen oder so. Was könnten wir einsetzen? Haben wir irgendeine Bombe oder sowas? Das ist wirklich echt ein Explosionspfeil, ne? Das könnten wir ihr hier geben. Dann könnte sie die schießen, aber wir können keinen schießen, ne? Dies ist ein bisschen, was ist das? Ein Metallfragment, das von einem Golem hinterlassen wurde, kann zur Verbesserung von Ausrüstung benutzt werden. Ja, okay, gut. So wertvoll ist das dann nicht. Wir haben auch nichts, ne? Was könnten wir benutzen? Wildheitsmedizin, Magie verstärken. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Donnernde Harmonie, das hier vielleicht. Ich habe mich nur verzaubert, oder? Es hat auch nichts gebracht. Ja, ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir laufen einfach. Vielleicht das Gesicht, aber... Hilfe, Leute! Der macht einfach zu viel Schaden. Ich weiß nicht... Ach, könntest du bitte jetzt aufhören? Bitte! Es ist doch schon genug jetzt. Nee, ich muss erst langsam aufstehen und dann muss ich jemandem helfen. Und dann falle ich wieder um und muss wieder aufstehen und jemandem helfen. Und dann falle ich wieder um. Was soll denn das? Könnt ihr... Vielleicht habe ich nichts mehr zum Heilen. Na komm, wir verschwinden jetzt. Das bringt so nichts. Ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht Explosionspfeile oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir haben ihn schön viel Schaden gemacht bis hierhin. Schwachstellen. Am Fuß leuchtet was. Ja, das weiß ich. Aber ich habe da ja drauf geschlagen und sowas. Ich weiß es nicht. Werden wir noch rausfinden, aber so können wir es nicht rausfinden, so sterben wir einfach nur. Der lässt nicht nach, ne? Das ist wie so ein Titan. Der mal nachrüstet. Attack on Titan. Der große Koloss. Oh no, wir müssen in die andere Richtung. Ja, ist jetzt gut. Ich kann nicht mehr laufen. Da unten Orks am Hochofen. Ja, ist wahrscheinlich kein Hochofen, nur ein Lagerfeuer oder so. Mit Überdachung. Kommt mit zu mir. Hab gerade keinen Bock mehr. Da oben fliegen Geister rum, glaube ich, die ich da gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ah, der Todesgolem heute. My curative magics are at your disposal. Vielleicht sollten wir den Typen da helfen. Los, könnt ihr hier bitte da drauf gehen? Ihr schafft das doch besser mit Pfeilen und Magie. Los, den Todesser!
Tötet den Todesser. Ich weiß, sie haben alle anderen Namen und sowas, aber bei mir heißt die Todesser. Sieht fast so aus, nur ist blau anstatt schwarz. Und Koyoten hier unterwegs. Wieso fliegt Jayana so durch die Gegend? Hallo? Ja, auf damit, lasst sie in Ruhe. Ich wollte doch nur helfen. Ich will doch nur spielen. Lass meine Vasallen in Ruhe. Da ist noch einer, Onko. Danke, Lavenda, danke. Jetzt dieser Todesser wieder. Könnt ihr der euch mal da drum kümmern? Perfekt. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Alfonso, 34. Der Erweckte ist Balrog, den bräuchte man mehr als ihn hier, ne? Gut. Den Alfonso bräuchte man mehr. Aber okay. Wieder so ein Käfer. Gib mir den Goldkäfer. Ich brauche mehr zum Tragen. Und dann Lager aufschlagen. Und dann würde ich sagen, war es das hier mit dieser Folge schon. Eine Golem-Folge. Wo wir nicht so wirklich erfolgreich waren. Aber okay. Finden das noch raus, wie wir die besiegen können. Wir finden das noch raus. Irgendwas gibt es bestimmt. Explosionspfeile, die meine Vasallen nicht einsetzen oder Bomben oder man kann irgendwas anderes kaufen. Ich weiß es noch nicht. Sonst konnte man die ja immer so besiegen. Ne? Sonst konnte man sie so besiegen. Vielleicht hätte ich auch mehr auf den Fuß gehen sollen oder so, aber wir hatten jetzt auch keine Gesundheit. Irgendwann werden wir es noch mal versuchen dann. Da hinten ist Batal. Wir sind schon in der Nähe. Ich glaube, wir können da rechts hochgehen, ne? Büffel haben wir hier. Der Schleim schleimt alles nieder. Ich habe gerade eine Verzauberung. Gut gegen Schleim. Weg mit dem Schleim. Und ein Beast Steak. Und Level 33 haben wir erreicht. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Was wollte ich eins noch erzählen? Achso, war mit einem Hund raus. Wir hatten so eine Schleppleine gekauft. Ich glaube, ich erzähle das in der nächsten Folge. Ich kriege hier keine Ruhe. Ah, hier. Einer kämpft gegen den Schleim. Wir helfen ihm mal. Wir helfen ihm doch nicht. Kann mir einer helfen? Hilfe! Perfekt. Eine Golddistel, die hatten wir noch nicht, oder? Eine Golddistel. Gut, nächste Folge sind wir dann im Portal, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Drückt gerne den Abo-Button, drückt gerne die Glocke und aktiviert sie gerne, wollte ich sagen, um nichts zu verpassen. Das wäre nice. Like könnt ihr auch zur Unterstützung da lassen, wer gerne möchte. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.